Örebro in Schweden. Örebro liegt im Herzen Schwedens, ungefähr 200 Kilometer westlich von Stockholm entfernt. Örebros größte Attraktion ist eindeutig das alte Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das auf einer kleinen Insel mitten im Zentrum erbaut wurde. Die Atmosphäre in der Stadt ist sehr entspannt. Die Menschen begegnen sich zufällig auf der Straße und bleiben für einen kurzen Plausch stehen, sitzen plauschend auf den Bänken vor dem Schloss oder im Pub an der Ecke. Touristen sind eh selten hier. Was einem auch sofort auffällt, ist, wie hier die moderne Kunst gefeiert wird. Es werden internationale Kunstwerke wie auch lokale Künstler ausgestellt. Hinter der einen oder anderen Straßenecke verstecken sich großflächige Wandbilder auf Wohnhäusern oder öffentlichen Gebäuden. Hin und wieder läuft man an einer Statue oder Installation vorbei. Alle 2 Jahre findet die Open Art, ein einzigartiges Kunstfestival in Örebro statt und am Ende wird das beliebteste Kunstwerk von der Stadt gekauft. Örebros Stadtpark lädt zu schönen Spaziergängen ein. Es gibt viel für Blumenfreunde zu sehen und Eltern von kleinen Kindern finden auch großzügige Spielflächen. Außerdem findet sich dort das Freilichtmuseum Bad Köping, in dem wunderschöne historische Holzhäuser ausgestellt sind. In den Häusern befinden sich heutzutage zahlreiche kleine Geschäfte und Cafés. Daneben finden hier auch kulturelle Veranstaltungen wie Handwerks- und Kunstausstellungen statt. Bad Köping ist ein lebendiges Freilichtmuseum in Örebro, ein bisschen so wie Skansen in Stockholm. Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr über das Freilichtmuseum Skansen erfahren wollen, können Sie auf unserem YouTube-Kanal ein entsprechendes Video finden.